Mann! Ja, da wären wir wieder bei den Ellen. In der Alan! Praxis. Da haben wir das gute alte Rätsel hier um den Ellen bzw. den Robert, der uns hier bitte vorlassen soll in die Arztpraxis. Geht nicht, ich bin nicht dran. Tja, dann packen wir nochmal die Gabel ran. Alan! Ich sagte, wir packen nochmal die Gabel ran. Wenn wir die Musik im Hintergrund ändern. Schon haben wir hier nicht mehr Alan, sondern noch Robert. Also. Ja. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Das hatten wir schon. Bartkratz. Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Nein, nein, danke. Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Vielleicht sollten wir ihn mal anrufen. Aber wo kriegen wir seine Nummer her? Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Ah, das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. Robert? Ich will dir beweisen, dass du Alan bist. Hey, genug davon. Aber... Kein Aber. Diese lächerliche Geschichte ist satt. Okay. Ganz ruhig. Ist einfach immer und immer wieder versuchen. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ah, hier ist ja meins. Habe ich ganz vergessen. Ja, sicher. Wie auch immer. Vielleicht können wir irgendwie von seinem Handy, von dem Foto auf seinem Handy ein Foto machen und es ihm dann auf unserem Handy zeigen. Ich weiß nicht. Schnief. Jemand, der so rumläuft, fasse ich nicht an. Tja, noch einmal die Gabel. Alan! Schon haben wir wieder den Alan. Moin, Alan. Alan! Fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Alan! Ich glaub nicht mehr dran. Fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Vielleicht können wir dem irgendwie was geben oder so. Ich weiß ja nicht. Das gebe ich nicht weg. Kombinieren wir halt ein bisschen was mit. Nein, das ist gefährlich. Alan! Ja. Schön, schön. Ich will Alan! Niemanden vergiften. Jedenfalls nicht heute. Schade. Alan! Hier ein Shot für dich. Sowas will doch keiner. Stimmt auch. Alan! Stimmt auch, ja. Alan! Mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Ich hab seit 7 Jahren... Alan! Ja. Du bist clean. Wir wissen's. Ich will Alan! Gar nicht erst ausprobieren, wie man nach Menschen angelt. Tja. Alan! Alan! Ja. Wenn Sie mich jetzt mal vorlassen. Ich bin gerade sehr beschäftigt, Alan! Also entschuldigen Sie mich. Klar. Ja. Alan! Ich glaube, mit Robert ist besser zu reden. Mit dem kommt man besser klar. Vielleicht können wir dem mal... Das gebe ich nicht. Tja. Ich denke nicht, dass... Blöd. Das wird nicht... kombinieren. Das macht keinen... Hier ein bisschen Geld. Gib doch nicht mein Geld weg. Schade. Gib doch nicht mein... Ein bisschen Bestechung.
Wer sollte den denn wollen? Ja, Robert vielleicht. Mein nützlichster Gegenstand, den gebe ich nicht her. Tja. Also, die Vase kann ich nicht anfassen. Tja. Nun. Also. Ja. Können wir noch weiter mit dem Den Typ habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Ewige Gespräche hier mit dem Robot. Müssen wir nun die richtige Antwort möglich haben. Ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Das nicht. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Dann bringt nichts. Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Nein, nein, danke. Komm schon, Robert, ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Ich bin... Schön. Ich brauch dein blödes Handy nicht. Na, sehen Sie. Manchmal muss man die Dinge einfach akzeptieren. Tja. Wir müssen den Robots überreden, dass der das Handy anguckt, das Foto sieht. Aber wie kriegen wir das hin? Also. Und das schon versaut oder was? Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde... Haben Sie kein... Ich will dir mal was zeigen. Das wird was? Komm schon, Robert. Ich bin nicht so dafür. Naja, wahrscheinlich... Das sollten Sie... Na schön. Gut, es ist nur... Wollt ja nur mal die Funktionen ansehen. Funktionen? Ich sagte doch, das Ding ist alt. Es hat nicht mal WLAN. Echt eine Schande. Sicher? Gibt's nicht eine Option im Menü, das anzuschalten? Nee. Ich habe hier nur Kontakte, Anrufliste, Spiele, Galerie. Ja. Moment, schau mal danach. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN-Zugang da reingesetzt haben. Wirklich? Das macht doch keinen... Stimmt was nicht? Was zur Hölle soll das mit dem abgeschlachteten Aliens-Ordner? Puh, weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden, Alan? Nennen Sie mich nicht so! Aber das ist dein Name, Alan, auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein, nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, nein. Nein, nein, nein! Das passiert nicht! Das darf nicht schon wieder passieren! Oh, tut mir leid, aber ich glaube, dafür ist es zu spät und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Passt aber auch. Miss Miller, schicken Sie den nächsten Patienten allein, bitte. Sofort, Dr. Johnson. Ich hab's geschafft. Mr. Alan Simmons, Sie sind dran. Ich glaube, Mr. Simmons kann seinen Termin gerade nicht wahrnehmen. Ist Mr. Simmons etwas zugestoßen? Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, da ist gerade was frei geworden. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Howser, der darauf besteht, Sie zu sprechen. Doogie Howser? Dr. Howser? Sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt Sie jetzt. Dr. Howser? Ah, jetzt sind wir hier beim... Na dann, Sir. Dr. Johnson. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne?
Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Ja. Und passiert das häufiger? Ehrlich gesagt, öfter als mir lieb ist. Aber meistens habe ich es auch verdient, also... Verstehe. Die Antwortmöglichkeiten sind schön. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Oh ja. Also ich habe in letzter Zeit diesen Traum, in dem ich Elaine anbagger. Und das macht mir große Angst. Elaine? Eine frühere Partnerin? Was? Nein. Elaine ist der Zirkusfreak, dem die Bar gehört, die ich oft besuche. Also finden Sie diese Frau nicht attraktiv? Sie sind ein echter Gedankenleser, Doc. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rohrschachtest an. Ich kenne den menschlichen Rohrschachtest, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay. Ach, das Spiel. Ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie? Aber sowas von... Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Ja, dann zeigt die Bilder, ja. Ich kann nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super, das gefällt mir. Von was sehen Sie denn auf diesem Bild? Oh. Ich sehe einen X-Wing aus Star Wars. Ja, schon irgendwie. Ein Zwatschenschmetterling, brennenden Stepptänzer, ein Piratenschiff mit einem Murmeltier, wo ich sehe nichts, ich bin blind. Also am ehesten ist es ein Piratenschiff mit einem Murmeltier, wo. Aber ich würde sagen, also das erinnert mich schon ziemlich an den X-Wing aus Star Wars. Ja, das ist das Raumschiff hier vom Darth Vader hier in dieser kleinen Kapsel ist da drin. Genau das. Piratenschiff mit einer Murmeltier-Crew. Murmeltier-Crew? Ja, offensichtlich. Sehen Sie sich doch mal die Zähne an. Nun gut. Schiff. Murmeltier. Okay. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Weitere lustige Bilder. Ja, damit. Das. Wenn ich den Kopf umdrehe, wenn ich immer noch. Also wenn ich mich auf den Kopf stelle und hingucke, könnte ich das unter Umständen. Könnte das ein verkehrtrummes. Das könnte ja ein verkehrtrummes Batman-Logo sein. Unter Umständen. Ja, das so hier der Umriss. Aber das hier. Tja. Könnte man so erkennen. Ja, zermatschte Schmetterling, das könnte auch passen. Zermatschte Schmetterlinge, es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Das hängt davon ab, wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen, machen wir weiter. Was sehen Sie hier? Das nächste. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Ja, zeig her. Wieder zermatschte Schmetterlinge. Ja, ein Zugunglück könnte das auch sein. Ein Tintenfleck. Kein Zweifel. Aber sehen Sie sonst noch was? Natürlich, sieht aus wie ein Tintenfleck auf einem Stück Papier. Verstehe. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Das ist die Maske eines Stormtroopers, eindeutig. Das ist eindeutig ein Stormtrooper aus Star Wars. Eindeutig. Sure. Das trifft das doch am ehesten. Ein Astronaut, der Waffen ist. Ein Astronaut, der Waffen ist. Yep. Mit Bar und so.
das trifft die Antwort Möglichkeit am ehesten. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Ja, damit. Nein, da kenne ich nicht. Ja. Ja. Ich nehme das. Ein Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay, okay. Was Sie beschreiben, ist der Droste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Rorschach-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Der Psychiater bin ich. Sie sind Psychiater? Okay, jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen. Okay, ich werde... Oh. Machen Sie weiter mit der Bilder-Sache. Ich habe echt Spaß. Das ist spaßig. Gut. Das macht Spaß. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und was? So ich war so ehrlich wie möglich. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ehrlicher glaube, kann man Sie nicht sein. Ich leiden an einer emotionalen Instabilität und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Das also fangen wir nochmal von vorne an. Das halte ich für absolut ausgeschlossen, dass das war absolut ehrlich und das ist immer noch ein X-Wing. Na gut, dann halt kein Piratenschiff mit Bombardier-Crew, dann halt der brennende Stepptänzer. Brennenden Stepptänzer. Wirklich? Okay, das werde ich mal eben notieren. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Ich glaube, ich darf einfach keine zermatschten Schmetterlinge sagen. Ich glaube, die richtigen Antworten sind halt jetzt Murmeltier, dann Zeitmaschine und dann halt die... Ich versuch's mal. Durch die erste Frage jetzt falsch gemacht, aber... Ja... Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Das ist wahr. Aber ich finde es sehr merkwürdig, dass das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, eine Zeitmaschine ist. Das ist wirklich sehr interessant, wenn man bedenkt, dass das Konzept einer Zeitmaschine nur für den eigenen Geist greifbar ist. Ich meine damit, es ist ein sehr mehrdeutiges, sehr unpräzises Konzept, da es sich um ein Objekt handelt, das nicht real ist. Und da ein allgemeiner Standard existiert, wie es eigentlich aussieht. Wir können unsere Vorstellung nur an Science-Fiction-Archetypen festmachen. Das ist deswegen faszinierend, weil es mich schließen lässt, dass sie tief in ihrem Inneren das Bedürfnis haben, die Zeit zurückzudrehen. Um die Geschichte zu ändern oder etwas zu verhindern. Etwas Bedeutendes. So einiges. Recht, Dr. Hauser. Wie war das? Tut mir leid, mehrdeutig habe ich nicht mehr zugehört. Egal, wir redeten gerade über Roswell, richtig? Ich glaube wirklich, dass die Regierung etwas vertuscht. Da waren Aliens und es gibt überall Beweise dafür, aber wir sollen es einfach nicht wissen. Genug. Probieren wir es mal mit dem nächsten Bild. Ah, ich muss also die richtige Antwort nehmen. Nun gut, was zu tun hatten. Was sehen Sie? Dann ist es ein Zugunglück. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Ich erkenne ein Zugunglück, wenn ich eins sehe. Wie Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Wir haben nicht hier einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem? Klingt nicht so gut. Ich würde sagen... Sind Sie sicher? So sicher, wie mein Name Doogie Howser ist. Nun gut. Das ist Ihre Entscheidung. Sehr vermutlich schön. Noch nicht die richtige Antwort. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Was sehe ich denn darauf? Ich sehe einen Affen im Anzug. So niedlich. Einen eleganten Affen, also.
Gut, gut. Hey, verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund. Ich sagte nichts von elegant. Natürlich trägt er einen Anzug, aber wenn man näher hinsieht, bemerkt man, dass er keinerlei Eleganz besitzt. Seine Krawatte hängt schief, das Hemd ist nicht in der Hose und von der Weste wollen wir gar nicht erst reden. Die passt überhaupt nicht zum Blazer. Dieser Typ ist ein Hochstapler. Merkwürdig, ja? Vielleicht sogar lustig, aber weit weg von elegant. Na schön, ein Affe in einem Anzug. Er sieht extravagant aus, aber nicht elegant. Extravagant, nicht elegant. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Ja, das vermute ich auch. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen rausprobieren. Glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Da müssen wir mal ein bisschen durchtesten. Fangen wir von vorne an. Das ist die Murmeltier-Crew. Ich glaube, das passt ja. Das ist die richtige Antwort. Murmeltier-Crew? Ja, offensichtlich. Sehen Sie sich doch mal die Zähne an. Nun gut. Chef, Murmeltiere, okay. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Okay, suchen wir die richtigen Antworten. Was sehen Sie? So, das war die Zeitmaschine, das ist, ich glaube, das ist eindeutig. Eine Zeitmaschine? Wie kommen Sie da? Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Das ist wahr. Aber ich finde es sehr merkwürdig. Das ist wirklich. Und da, wir können uns. Das ist der. Um die habe ich nicht. Oh, egal, wir waren eh. Genug. Okay. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Die nächste richtige Antwort: Tintenfleck zu Unglück ist falsch. Dann wird es wohl die Bundeslade sein. Ich sehe die Bundeslade. Tatsächlich? Dann verfolgen Sie wohl auch die Abenteuer von Dr. Jones. Richtig? Wem? Schon gut. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist. Was ist mit diesem hier? Oder doch? Schmetterlinge nicht. Babyschnabeltiere haben wir auch schon ausprobiert. Astronaut der Waffen ist, dann muss das wohl Australien sein. Eine Karte von Australien. Eine Karte von. Das ist der Karte von Australien so unähnlich wie nur irgendwas sein kann. Hören Sie zu, wenn Sie den Test. Ach, verdammt. Verschwenden wir beide hier nur Zeit. Na schön.